Jo Leute, weiter geht's hier mit meinem Let's Play zu Pokémon Heart Gold. Im letzten Part habe ich Jens, den Arenaleiter von Teak City, besiegt und den Phantomorden gewonnen. Ich habe die ganze Arena mit meinem Simsala gerockt, das war einfach nur hammer mega geil. Und jetzt könnt ihr hier bei meinem Trainerpass sehen, dass ich bereits die Hälfte aller Orden besitze. Und die andere Hälfte wird auch nicht so lange auf sich warten lassen. Aber es gibt jetzt trotzdem ein kleines Problemchen. Ich bin zwar jetzt in Oliviana City, wo es ebenfalls eine Pokémon-Arena gibt, aber da ist dann der Rivale von mir aus der Arena rausgekommen und hat gesagt, dass die Arenaleiterin ein krankes Pokémon im Leuchtturm pflegt und dass ich da vielleicht mal ein bisschen trainieren soll, damit aus mir auch ein annehmbarer Trainer und so. Naja, ihr wisst ja, ein Großkotz, wie er im Buche steht. Aber was noch viel genialer war, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ich weiß nicht, wer von euch jetzt den letzten Part gesehen hat, wenn nicht, dann muss ich es einfach mal kurz erzählen. Als ich nämlich, ich glaube, das war jetzt die Route 38, als ich nämlich auf dem Weg nach Oliviana City war, ist mir tatsächlich, ohne Witz, das legendäre Raikou über den Weg gelaufen, aber ich konnte ja überhaupt nichts machen. Ich konnte sogar witzigerweise einmal mit meinem Igelaber kurz mit Flammenrad angreifen und das ein ganz, ganz kleines, winziges bisschen schwächen, aber dann ist es natürlich sofort aus dem Kampf geflohen. Ich hatte ja nichts dabei, um dem irgendwas entgegensetzen zu können. Das ist nämlich das große Problem bei den drei legendären Pokémon hier bei Entei, Suicune und Raikou, dass die, also zumindest bei Entei und Raikou ist es so, dass die sofort aus dem Kampf flüchten. Egal, was man versucht, und wenn man irgendwie versucht, die mit, glaube ich, sogar mit Horrorblick festzuhalten, dann würden die Brüller einsetzen, könnten trotzdem fliehen. Also das ist eine ziemlich fiese Sache, das ist echt schwer, die zu fangen. Nur bei Suicune ist es ein bisschen anders, da ist es so ähnlich wie in Pokémon Kristall, dass es da mit Suicune eine etwas andere Rolle gibt, also dass es eine größere Rolle spielt als die anderen beiden. So, hier hätten wir, wie gesagt, die Pokémon-Arena von Oliviana City, Leiterin Jasmin, ein stahlhartes Mädchen. Wir können ja kurz mal reinschauen. Aber es ist niemand hier. Wo Jasmin die Arenaleiterin ist, dem Pokémon im Leuchtturm scheint es nicht sehr gut zu gehen und sie sieht dort gerade nach dem Rechten. Ein wirklich starker Trainer muss neben Stärke auch Mitgefühl beweisen können. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. So, ich war offscreen übrigens schon im Pokémon Center und habe da meine Pokémon geheilt und gespeichert habe ich auch. Und jetzt wäre es sehr wichtig, mal in dieses Haus hier zu gehen, in das Haus direkt über dem Pokémon Center. Wegen diesem Typen hier. Oliviana City ist berühmt für ihre malerische Lage am Meer. Und wo Meer ist, kann man auch angeln. Ich fische hier schon seit 30 Jahren. Hast du nicht auch Lust, zum Meer zu gehen und eine Runde zu angeln? Ja, klar doch. Haha, und wieder ist die Welt um einen Angler reicher. Alex erhält Profi-Angel. Fische findet man nicht nur im Meer, sie sind überall, wo es Wasser gibt. Richtig geil, jetzt haben wir schon eine Profi-Angel. Die ist schon um einiges besser als die normale Angel, dabei ist noch andere Pokémon all außer nur Carpador an, weil mit der normalen Angel kann man ja wirklich nur Carpador fangen, das ist voll dumm. Oliviana City, die Hafenstadt mit Salzwasserduft. Ganz genau. So, und was haben wir hier noch? Hafen von Oliviana City, Schnellboot Pier. Da bringt es mir ehrlich gesagt nicht wirklich was, da hinzugehen. Weil wir hier gar nicht wirklich mitfahren können. Willkommen auf unserem Schnellboot der MS Aqua. Aber leider nimmt die Wartung der Maschinen immer sehr viel Zeit in Anspruch. Deshalb steht auch noch nicht fest, wann wir genau ablegen werden. Jo, diese sogenannte MS Aqua wird natürlich erst dann ablegen, wenn wir die Top 4 besiegt haben. Und das wird noch eine ganze Weile dauern. Die MS Aqua wird mit Düsenkraft betrieben. Sie berührt kaum das Wasser, während sie über die Wellen prescht. Okay, ich dachte, das sagt das Peitsch, habe ich mich verplappert. Warst du schon mal in Kanto? Da soll es sehr viele seltene Pokémon geben. Das hört sich so toll an, dass ich es mir mal mit meinen eigenen Augen sehen will. Ja, dann mach doch. So, ich glaube, hier draußen war irgendwo... Ha, eine versteckte Perle, wusste ich's doch. Wenn ich wohlbehalten zurückkomme und wieder den Boden von Oliviana City unter meinen Füßen spüre, sollten wir zwei zusammenziehen. Was sagst du, wäre das nichts? Mein Freund muss aus allem eine große Sache machen, dabei ist er doch nur Crewmitglied auf einem Ausflugsschiff. Tja, so ist das eben. Okay, also hier können wir natürlich vorerst noch lange nichts machen. Aber das ist auch noch nicht wichtig. So, jetzt bin ich am überlegen, soll ich mir schon ein Wasser-Pokémon fangen oder... Oder erstmal in den Leuchtturm gehen. Ich glaube, ich versuche erstmal einen Wasserpokémon zu fangen. Jetzt gucke ich mal, kann man hier schon Hyperbälle kaufen oder auch noch nicht? Weil komischerweise, wie gesagt, kriege ich jetzt schon wieder was von meiner Mutti?
Einen schönen guten Tag, du musst Alex. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Was, schon wieder? Super dran gehalten. Ha, geil. Dankeschön. Der hat mich doch gar nicht mal angerufen. Merkwürdig. Willkommen, kann ich dir helfen? Vielleicht? Nein, vielleicht auch nicht. Da gibt's immer noch keine Hyperbälle. Was soll denn das? Warum kann ich im Kaufhaus von Dukatsi City Hyperbälle kaufen, die in den nachfolgenden Städten wieder nicht? Voll dumm. Das ist hier ein bisschen merkwürdig. Egal, ich glaube, ich werde es trotzdem mal probieren, aber dazu werde ich jetzt mal meine Pokémon austauschen. Und zwar werde ich Vati an die erste Stelle des Teams nehmen, weil Vati kann ja die Donnerwelle. Und wenn ein Pokémon ein Statusproblem hat, lässt es sich ja noch einfacher fangen. Besiegen will ich es ja nicht, aber mal sehen, was überhaupt anbeißen wird. So, hier haben wir nämlich die Route 40. Hey, wenn das nicht die perfekte Welle ist, diese Welle muss man einfach nehmen. Jo, was auch immer. So, Route 40 südlich nach Anemonia City, aber diese Stadt lässt sich wirklich nur per Surfer erreichen. Ich bin Monja von Montag. Als Zeichen unserer Freundschaft schenke ich dir dies. Hackattack erhalten. Das ist ja geil. Danke. Dieses Item versteckt Flugattacken. Damit solltest du einen Vogel-Pokémon ausstatten. Ah, genau. Das weiß ich auch noch von früher. Das war auch in Gold, Silber, Kristall schon so. Es gibt für jeden Wochentag eine bestimmte Person im Spiel, die sind aber nicht immer an derselben Stelle, sondern immer unterschiedlich irgendwo zu finden. Und die geben einem beim allerersten Besuch immer irgendein cooles Item, was bestimmte Attacken verstärkt. So, jetzt werde ich mal eines machen. Beutel. Basis-Items. Und dann haben wir hier hinten die Profi-Angel. Eine recht gute Angel, damit kannst du in jedem Gewässer noch Pokémon angeln. So, registrieren. Dann kann ich den nicht schneller benutzen. So, jetzt werde ich mal mein Glück versuchen. Du hast ein Pokémon geangelt, jawohl! So, was ist es? Ein Carpador, und das kann sich mal verpissen. Das ist total unnötig. Sorry. Was, Flucht gescheitert? Warum gescheitert? Willst du mich verkackeiern? Na gut, dann eben anders. Donnerschock. Herr Platscher. Nee, Carpador werde ich mir deswegen nämlich nicht fangen, weil Carpador kann Surfer nicht lernen. Deswegen ist es nutzlos. So. Ein Donnerschock ist schon besiegt. So, nee, hier gibt's schon auch andere Wasser-Pokémon. Ich probier's mal hier drüben. Hoffentlich beißt mal was anderes an, weil Carpador ist einfach nur doof. So, und wieder eins geangelt. So, komm schon. Alles nur nicht Carpador, bitte. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich will kein Carpador. Ich will was anderes. Etwas, das Surfer lernen kann. Donnerschock. Ja, Platschen rum, das nützt dir nichts, auch wenn du im Wasser bist. Die unnötigste Attacke der ganzen Welt ist immer noch Platscher. Ich meine, wozu gibt's die Attacke überhaupt? Nur damit Carpador irgendwas einsetzen kann? So dumm. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich will doch nur ein anderes Wasser-Pokémon außer Carpador haben, bitte. Da gibt's doch noch andere. Krabi zum Beispiel gibt's hier, glaube ich. Ein Krabi könnte doch anbeißen, bitte. Komm schon. Sei ein Krabi. Nein. Warum kommen denn jetzt immer nur Carpador? Das ist doch die Profi-Angel. Nein, ich hasse das. Wenn nie das Pokémon kommt, was ich will, das ist so zum... Oh, da könnte ich aus der Haut fahren. Warum kommen hier nur Carpador? Hier gibt es auch andere Pokémon, ich weiß das. Ich weiß, dass es hier andere Pokémon gibt. Ich glaube wirklich, dass es hier wilde Krabi gibt, aber die sind halt leider ziemlich selten. Wie gesagt, mit der ganz normalen Angel würden nur Carpador anbeißen, die wären dann aber sogar noch schwächer, ich glaube maximal Level 10 oder so. Und mit der Profi-Angel, wie gesagt, müssten zumindest auch so Pokémon wie Krabi anbeißen können. Also bitte! Kann nicht einmal ein Krabi anbeißen, bitte! Oder irgendwas anderes. Nö, da beißt nichts an. Dann vielleicht hier. Komm schon, bitte! Alles nur kein Carpador. Komm schon, bitte! Bitte, bitte, bitte! Komm, ich will einmal Glück haben! Ja, na bitte, da ist auch schon mein Krabi. Weiblich Level 20, alles klar. So, Vati. Donnerwelle. Weil ein Donnerschock würde es, glaube ich, sogar schon besiegen und das möchte ich ja nicht. So, Krabi ist paralysiert. Krabi kann nicht mal angreifen, das ist noch besser. So, und jetzt noch ein bisschen schwächen mit dem Tackle. So, ne, fühlt sich das nicht ab. Oh, Blubstrahl. So, nochmal Tackle.
Lehmschuss. Oh oh. Oh oh oh. Bodenattacken, sehr gefährlich. So, Initiative und Warte sinkt. Egal, ich mach noch einen Tackle. Härtner. Ja, super, jetzt zieht das noch weniger ab. Egal, ich mach noch einen. Noch ein Tackle, komm. Oh, Volltreffer, okay. Glück gehabt. So, jetzt kann es nicht angreifen. Das sollte jetzt eigentlich reichen. Okay, ich nehme jetzt sogar aber einen Köderball. Na, hier, Köderball. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die an deiner Angel hängen. Also, Köderball, los! Das kann jetzt nur drin bleiben, bitte. Tada! Na endlich! Ein Krabby wurde gefangen! Warum denn nicht gleich so? Warum konnte das nicht gleich als erstes Pokémon kommen? Nö, erstmal 3-4 Carpador. Naja. Macht ja nichts. Hauptsache ich habe jetzt endlich eines. Krabby, Krabbe, Typ Wasser, Größe 40 cm, Gewicht 6,5 Kilo. Wittert es Gefahr, hüllt es sich in Blasen seinem Maul, um größer zu erscheinen. So, gut, dann erstmal ab ins Pokémon Center, Pokémon heilen und dann werde ich Krabbe natürlich ins Team nehmen, aber dazu muss irgendjemand raus. So, Hallihallöchen, bitte meine Pokémon heilen. Jetzt stelle ich mal vor, jedes Mal, wenn man das Pokémon Center benutzt, würde das was kosten. Das wäre ziemlich gemein, aber das war zum Glück noch nie so. Die waren immer schon gratis und werden es wohl auch immer bleiben. So, danke sehr. So, so ja, PC. Und da wir ja jetzt schon Bill getroffen haben, steht hier auch Bills PC und nicht mehr jemandes PC. Jetzt wissen wir ja, von wem das Lagerungssystem ist. So, Pokémon bewegen. So, hier unten seht ihr noch ein Ditto, das Togepi, was ich rausgenommen habe aus dem Team. Dann habe ich ein weibliches Nidoran mal gefangen. Das Mogelbaum, was die Route 36 blockiert hat. Ah, und offscreen sogar mal ein Darmhirplex. Und hier, wie gesagt, das Krabby. Fähigkeit Scherenmacht. Aha, wir sind ruhig. Na, okay. So, so, bewegen. Und ich glaube, ich werde doch Aaron rausnehmen. Weil das jetzt eh nicht so praktisch ist, ein Onix zu haben. Also, ist es einfach so. Topsy lasse ich deswegen drin, weil ich später ja fliegen können muss. Und Radfratz bleibt drin, wegen Zerschneider und Zertrümmerer. So, alles klar, jetzt habe ich wenigstens ein Krabby, jetzt habe ich endlich ein Wasser-Pokémon, das kein Carpador ist, weil Carpador, wie gesagt, kein Surfer lernen kann. So, jetzt machen wir mal Igalava trotzdem wieder an Stelle 1. So, Krabby, ich werde dich mal kurz genau unter die Lupe nehmen. Bericht. So, Wesen ruhig, 28. 2014, Route 40, halt mit Level 20, sehr neugierig. Ah ja, okay, auch nicht schlecht, der Spezialangriff steigt. Fähigkeit Scherenmacht verhindert Angriffsreduktion. Okay, Silberblick, Härtner, Blubstrahl und Lehmschuss. Okay, der Silberblick, den wird es wohl vergessen. Und das heißt, Beutel, TMVM. Und hier haben wir jetzt die VM3 Surfer. Eine riesige Flutwelle ergießt sich über alle außer dem Anwender, damit kann man auch auf dem Wasser surfen. Vor allem eine Stärke von 95, das ist eine richtig geile und starke Wasserattacke. So, einsetzen, VM wurde aktiviert und bitte Krabby beibringen. So, da vergisst du ganz einfach mal den Silberblick. 1, 2 und schwupp, Krabby hat Silberblick vergessen und Krabby lernt Surfer. Einfach nur geil. Jetzt schon eine richtig starke Wasserattacke und jetzt können wir über das Meer surfen. Aber wie gesagt, jetzt geht's erstmal in den Leuchtturm. Da muss ich glaube ich so oder so hinein. Dunkle Straßen sind nachts gefährlich, dunkle Meerestiefen ebenso. Ohne das Licht des Leuchtturms sind alle Schiffe auf dem Meer gefangen. Leuchtturm von Oliviana City, auch bekannt als der Glitzerleuchtturm. So, und ich glaube hier hinten war hier was? Oder war hier nichts? Nee. Ah doch, seht mal, da hinten ist was, aber da komme ich leider nicht ran. Da müsste ich rundherum surfen irgendwie. Naja, egal, wir gehen mal in den Leuchtturm rein. Leuchtturm. Schon seit langem erhellen bei Nacht Pokémon das Meer um Oliviana City. Der Leuchtturm wurde zu Ehren genau dieser Pokémon errichtet. Mhm, nicht schlecht.
Diese Erleuchtung wird unter anderem auch zu Trainingszwecken benutzt. Bei so vielen Trainern, wie es hier drin gibt, ist es nicht leicht, sich bis ganz nach oben durchzukämpfen. Ja, und lass mich raten, der Aufzug funktioniert sicher nicht, weil es keinen Strom gibt, gell? Okay, der funktioniert doch? Oder doch nicht? Dieses Aufzug ist los und nächster Halt Lichtkuppel. Hey, geil, ich kann einfach rauffahren. Oh, nicht schlecht, ich kann einfach rauffahren, ist ja geil. Die Lichtkuppel, bitteschön. Einfach mal abgekürzt. Und oh, hier ist ja tatsächlich jemand, hier liegt noch was rum. Alex hat Supertrank gefunden, aber ach so, ja. Jetzt haben wir hier nämlich ein Problem, wir können nicht einfach so zur Arenaleiterin, weil hier ist nämlich zu. Ja, hier kommen wir gar nicht rein, das ist natürlich, naja, fies jetzt nicht. Man denkt sich natürlich, ha, ich fahre einfach mal Aufzug drauf, Edge, Badge, aber nein, geht nicht. Also wieder nach unten, wir müssen wirklich von der Leiter kommen. Ja, das habe ich mir jetzt so gedacht, ne? So, Aufzug läuft zum Erdgeschoss, bitte wieder runter. Das wäre auch zu schön gewesen, einfach mal die ganzen Trainer zu umgehen und da nach oben zu fahren. So, das Erdgeschoss, bitteschön, dankeschön. Nein, wir müssen natürlich... Nee, nicht schon wieder Julian, auf den habe ich jetzt keinen Bock. Der ruft mich hier ständig an. So, ich muss natürlich erstmal gegen die ganzen Trainer hier kämpfen, aber das macht er nicht, es ist ein super Training. Hey, du da, wir sind hier nicht auf dem Spielplatz. Ich weiß, wir sind in einem Leuchtturm, das brauchst du mir nicht zu erzählen. Eine Herausforderung von Gentleman Hubert. Und er hat ein Noctu. Auch nicht schlecht, Noctu. Kann aber auch nicht viel ausrichten gegen das Flammenrad. Und zack. Und Noctu ist irgendwie trotzdem ein cooles Pokémon. Oh, es brennt. Das tut mir jetzt aber nicht leid. Aufruhr. Kein Grund, hier gleich so ein Aufruhr zu veranstalten. So, ja, Noctu macht einen Aufruhr. Na dann, Flammenraben, dann bist du auch schon besiegt. Ich hoffe, ich schaff's in dem Part überhaupt bis ganz nach oben, weil es sind wirklich ziemlich viele Trainer hier, was ich weiß. Aber Hauptsache, der Typ ist schon mal besiegt. Ah, ich sehe, du meinst es ernst. Boah, 4400 Pokédollar, geil. Wohlan, dürfte ich dir meine Telefonnummer anvertrauen? So kann ich mein Kommen in Zukunft stets ankündigen. Ja, gerne doch. Dim, 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 dim. So, die Nummer wurde Pokécom registriert. Hervorragend, nun können wir immer miteinander Kontakt halten. Jetzt ruft wieder meine Mutti an. Okay, da gehe ich natürlich schon ran. Hallo Alex, wie geht es dir? Ich habe heute beim Einkauf ein nützliches Item gefunden, das dir von deinem Geld gekauft. Tut mir leid. Hol es dir bitte beim Lieferanten im nächstgelegenen Kaufhaus oder Pokémon-Supermarkt ab. Alles klar. Ja, du wirst es sicher brauchen können. Das sagt sie jedes Mal. So, ich finde das so toll an diesen Gentlemen. Es gibt ja auch weibliche Sag mal, bei den Frauen sagt man aber, glaube ich, nicht Gentleman. Ich glaube, die heißen ja Lady. Aber bei diesen älteren Trainern, die geben einem immer ziemlich viel Geld, was ich richtig toll finde. So, wen haben wir hier noch so? Ah, eine Matrosen. Seefahrer sind immer wild auf einen guten Kampf. Jo, ich auch. Mal sehen, was du zu bieten hast. Matrose Nepomuk. Aha, Nepomuk, also ein Quapsel. Nepomuk, war das nicht eigentlich mal... Ich glaube, das war sogar ein Schutzpatron. Also so ein... War halt einer. So, Vati, das wirst du erledigen. Weil mit Wasser-Pokémon lege ich mich lieber nicht an. Also jedenfalls nicht mit meinem Igelaber. Oh, Regentanz, das ist ja nett. Jetzt regnet es im Leuchtturm, ha? Es regnet weiter. Da wird ja die ganze Wolle von Vati nass, das mag ich nicht. Donnerschock. Oh nein, Hypnose. Ah, ging daneben. Edgy Badge, habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ich hasse Hypnose. Jedenfalls werden meine Pokémon davon getroffen werden, aber ging leider daneben. Also für ihn natürlich jetzt leider, für mich natürlich zum Glück, dass es daneben ging. So, was hast du noch? Ein Quapuzzi, gleich mal die Weiterentwicklung. Okay. Quapuzzi, Level 20 gegen Level 20, Donnerschock. Duplexips, aua, hey. Du hast mir doch gleich keine Ohrfeige gegeben. Ha, das hast du jetzt davon. Statik von Vati paralysiert Quapuzzi. Trotzdem haut es mir nochmal eine runter. Und gleich nochmal. So, dreimal getroffen. So, Donnerschock, jetzt reicht's aber hier. Oh, hat es sogar überlebt? Naja, egal. So, jetzt müssen wir aber vor ihm angreifen können, weil Initiative wird ja durch eine Paralyse gesenkt. So, Donnerschock in your face. Und das war's für Quapuzzi. Und Level up für Vati. Uff, der hat gesessen. Der gibt wieder voll wenig Geld, sag ich doch.
Du hast schwer was drauf, ich habe schon lange nicht mehr verloren. Ich weiß, gib mir deine Telefonnummer. Meine Nase sagt mir, dass ich mit dir noch jede Menge spannende Kämpfe erleben kann. Ich melde mich, wenn ich ein paar Level zugelegt habe. Okay. Lass uns mal wieder kämpfen. Jo, jetzt aber nicht. Jetzt habe ich dich ja gerade besiegt. So. Okay, nächste Etage. Was ist mit dem Typen? Der will kämpfen. Was hast du jetzt zu suchen? Bist du zum Gaffen hier? Wenn es das ist, dann mach dich lieber gleich vom Acker. Nö, ich bin natürlich zum Kämpfen hier. Was glaubst du denn? Zum Gaffen? So ein Quatsch. Vogelfänger Eugen war gleich mal 5 Pokémon, Alter. Ein Topsy auf Level 17. Oh, wie süß. Flammenrad. Und Kaboom! So, vielleicht kriegt ja mein Igel aber gleich wieder ein Level Up. Nein! Leider noch nicht. Okay, na dann macht Igel aber noch weiter. Noch einmal entwickeln tut sich Igel aber nämlich leider erst auf Level 36. Das dauert also noch eine ganze Weile, bis es dann endlich soweit ist. Doch, zugib, jetzt habe ich aber Angst. Nicht? So, Flammrad. Ja, wie gesagt, der Vorteil bei Folge war, dass es sich auf Level 40 schon Igelaber entwickelt hat, aber dafür entwickelt sich Igelaber erst auf Level 36 dann auf seine finale Stufe und jetzt ist es auf Level 31. Also braucht es noch 5 weitere Level-Ups. Und Igelaber versucht Sternschauer zu lernen. Ah, auch nicht schlecht. Okay, das machen wir mal statt dem Tackle. Vergessen wir den Tackle. So, 1, 2 und... Schwupp, Igelaber Tackle vergessen und Igelaber erlernt Sternschauer, eine Attacke, die niemals daneben geht. Auch nicht verkehrt. So, und jetzt tausche ich aber aus wieder auf mein cooles Vati. Das muss noch viel stärker werden. Das kann sich auch nochmal entwickeln. So. Bitte sag nicht, der Typ hat jetzt 5 Tops ist, dann werde ich verrückt. Donnerschock. Sandwirbel. Nein. Wie kannst du mir nur Sand ins Gesicht... schütten hier, das geht doch nicht. So, kommt davon. Haha. So, noch ein Topsy ist nicht dein Ernst. Das geht sicher in dem Part wieder nicht aus, bis ich ganz raufkomme. Die sind einfach zu lästig. Ich meine, 5 Pokémon, warum wollen die immer die Kämpfe so in die Länge ziehen? Das ist so unnötig. So, und er hat tatsächlich, der hat 5 Topsy, genau wie die eine ältere Frau da in der Tick-City-Arena, die hatte ja 5 Nebulak, das war auch total bescheuert. So, Donnerschock. Der hätte doch wenigstens ein Tauboga dabei haben können, aber nein, hat er nicht. So, das kommt davon. Und ich habe gewonnen. Wow, dir war es ernst, du sorgst dich wirklich. So, gut, er will nicht meine Telefonnummer, ich auch nicht. So, da unten war sogar irgendwas und... Aha. So, oh nein, ich wurde gesehen. Jasmin leitet die Arena hier in dieser Stadt. Ich werde sie zurückholen. Besser, du stellst dich mir nicht in den Weg. Aber genau das werde ich tun. Eine Rosson von Göre Ramona. Die hat gerade mal nur ein Meryl. Wie niedlich. Igelava. Alter, wir sind 10 Level stärker. So, probieren wir mal hier den Sternschauer aus. Wow, nicht schlecht. Walzer. Ich kann doch gar nicht tanzen. So, Sternschauer nochmal. Wie gesagt, Sternschauer kriegt niemals daneben. Trifft immer. Trifft immer. So, und schon habe ich gewonnen. Das war leicht. Ah, was machst du denn mit meinem Pokémon? Ja, ich habe es besiegt. So, was liegt hier rum? Ah, Alex hat hier im 87 Angeberei gefunden. Nur sollte man es niemals mit dem Angeben übertreiben. So, ich glaube, ich muss jetzt hier raus, aber will der Typ dann kämpfen? Nein, will er nicht, weil ich ihn einfach mal umgangen bin. Richtig geil, dass man das jetzt mal von draußen sehen kann. Das haben die hier so geil hinbekommen hier in... Oh, hier liegt noch was. Moment, was ist das? Ein Sonderbonbon! Geil! Sonderbonbon! Soll ich das schon benutzen? Nee, ich glaube, ich heb's mir lieber noch auf. Da steckt ein Pokémon einen ganzen Level ab und, einen ganzen Level auf, nicht ab. So, ich will das Item haben, also muss ich gegen den Typen kämpfen. Jasmin muss Krankversorger an das Pokémon sein, man sieht sie nicht einmal mehr lächeln. Oh, das ist aber traurig. So, wie viele Pokémon hast du? Du hast gerade mal 2, Matrose Ferdinand, ein Krabby. Igelaber, mach doch nochmal den Sternschauer, der ist doch so cool.
Nicht schlecht, der ich mit einem Treffer besiegt. So, und was noch? Ein weiteres Krabi. Okay, wechseln auf Vati. Das kriegt nämlich dann gleich wieder Level Up. Oh, so, du hast ein Krabi, ich habe auch ein Krabi. So, Donnerschock. Härtner bringt in dem Fall leider überhaupt nichts. So, take this. Super effektiv, oh ja. Und Level Up. Warte, erreicht Level 22. Ich habe aber gerade auch nicht viel Grund zu lachen. So, und was liegt jetzt bitte hier rum? Ein Äther. Okay, der füllt verbrauchte AP auf, nicht übel. So, jetzt... Was ist jetzt mit dir? Wirst du mich sehen oder nicht sehen? Dreh dich weg. Komm, guck mal nach unten. Guck doch nach unten. Der guckt nicht nach unten. Ha! Voll verarscht worden. Dann muss ich gegen den auch noch kämpfen. Wir sind hier ziemlich nah am Himmel. Vogel-Pokémon sind da in ihrem Element. Na gut, kämpfe ich noch gegen den Typen, dann muss aber leider Schluss sein, weil sonst überziehe ich schon wieder. Ja, gleich wieder drei Pokémon. Vogelfänger Benno ist ein Penno. Der Benno ist ein Penno. So, egal. Nein, ist er natürlich nicht, aber trotzdem. Er nervt. Flammenrad und Kavum. So, voll den Habitat gegrillt. So, ein Ibitak. Vati, das ist doch was für dich. Und Donnerschock. Aeroas. Fies. Aber das zieht nicht gerade viel ab, auch wenn es ein Volltreffer war. So, take this. Voll auf den Schnabel. Und das hat es zwar überlebt, aber egal. So, gleich nochmal. Furienschlag? Was soll das denn? Oh, hast du dich schon wieder wegen der Statik selber paralysiert? Du bist ja doof. Hey, das reicht. Das ist genug. Aus. Ich hasse diese Attacken, die man mehrmals treffen, wie Duplex oder Furienschlag. Die sind eh so schwach. Aber lästig. So, Ibitak wurde auch besiegt. Fast noch ein Level Up. Jetzt hat er noch einen Habitak. Das besiege ich auch noch schnell mit Warte. Und dann ist aber Schluss. Diesmal muss wirklich Schluss sein. Also Jasmin wird leider noch ein bisschen warten müssen. Ach, schon wieder Aeroas. Steckst dir doch in deinen Popo. In deinen Federhintern. Donnerschock. Und gewonnen. So, das gibt noch ein Level Up für Vati. Genau. Level 23. Ups, wer hochsteigt, fällt eben auch tief. So, jetzt ruft schon wieder meine Mutter an. Was will die denn ständig? Hallo Alex, wie geht es dir? Ich habe schon wieder ein neues Item gefunden, das dir von deinem Geld gekauft. Das tut mir so leid. Ja, ja. Ey, wie oft macht ihr denn das? Egal. So, Leute. Den Rest des Leuchtturms werde ich dann erst im nächsten Part machen, weil sonst wird der wieder so lang. Das war ja der letzte auch schon wieder. Und das will ich nicht ständig machen. Ich will jetzt mal wirklich Schluss machen. Also danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.